ich bin Julian und wir zocken jetzt mal ein bisschen Need for Speed World. Mit dabei sind Schramo und Red Fallout. Und guten LP. Und ich, der Greenholm, jawohl. Ich wollte jetzt nicht ganz so übertrieben reagieren wie ihr. Invitiert mich bitte, invitiert mich. Du hast es aber echt eilig, jetzt auf die Nase zu bekommen, ne? Oh yeah. Ach ja. Wobei, Guden braucht ja noch, Guden, oh, haben wir ganz vergessen, Guden wollte ja noch ganz kurz hier Tuning. Ja, stimmt. Wollen wir das gerade noch ja, machen? Wir ignorieren das mal ganz kurz. Dann breche ich die Lobby nochmal ab. Dann mache ich mal, ja. Mach genau, ich mal Performance Shop, Performance. Genau. Wir gehen in Le Shop. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die neuen Street-Reifen einbauen möchte. Weil die sind schon verdammt geil. Und die wären ja echt noch vielleicht ein bisschen cooler, wenn man noch ein cooleres Auto hätte dazu. Wo kann man denn Sachen, die man schon hat, irgendwie auswählen? Du kannst oben, wo Store steht, wenn du auf der rechten Seite hast du die Auswahl von den ganzen Dingern. Da hast du ja, es steht Store und da ist so oben so ein komischer silberner Kreis mit so einem Pfeil drauf. Und drauf genau, da, wo ich gerade mit der Maus, wo ich gerade mit der Maus drüber bin. Mit den Ultra-Reifen komme ich übrigens auf die Wertung C. Das hatte ich mit meinem anderen Auto noch gar nicht. Ist ja schön für dich. Ja, freut mich, Fred, echt toll. Ich komme hier ziemlich genau auf gar nichts. Naja, 300 habe ich jetzt überschritten. Und wie viel Budget habe ich noch? Das wäre mal ganz interessant. Vor allem musst du dein Internet gerade mal schneller machen. Du klingst sehr abgehackt. Oh, Jetzt wieder besser. Skype ist echt toll. Ich weiß nicht, wer das immer vorschlägt, aber... Nehme ich 324 oder 234? Ich glaube, ich nehme 234. 1234. Eins links, zwei. Ich kaufe mir noch nichts. Ich will noch ein klein bitzel mehr Geld haben. I have no money for this whole Teile and so on. Das habe ich dann letztens auch auf der Reeperbahn gesagt. I have no money for this whole. Nein, Scarlett, das war nicht so gemeint. Schön. So, dann sind wir ja wahrscheinlich wieder alle raus aus dem Stützpunkt, oder? Jo. Yep. Gleich. Ich muss noch gerade $75.000 ausgeben oder Euro oder Rubel. Wieso habt ihr so viel Geld? Ich bin mal wer hier. Ich könnte euch nur noch eine Pommes ausgeben. Ich hab auch nur noch 10.000, also hey. So, und was sehen wir denn jetzt als nächstes an? Wir könnten... Welcome to Palmont könnten wir nochmal machen. Wir können auch nochmal dieses von der ersten Folge machen, dieses größere, die Rangelei mit der Polizei. Aber ich glaube, warte mal, welches war das denn nochmal? Bist du denn noch Klasse E? Ich bin, glaube ich, D. Ah, das ist blöd, weil wir bräuchten einen Klasse E-Wagen, um da reinzukommen. Das war leider ein... Ab wann gibt es denn die wir sonst immer gefahren sind? Die gibt es jetzt schon, glaube ich. Dann fahren wir die ja machen. Outlaws könnten wir jetzt machen. Dann machen wir Outlaws. Los, Outlaws! Yay, Outlaws! Oder warte mal, bin ich jetzt... Was ist denn eigentlich mit High Stakes? Das geht nicht, ne? Das sind nur zu wenig Fahrer, ne? High Stakes ist zu zweit, ja. Ja. Outlaws! Wer ist denn noch Stufe D? Ich. Dann lad uns doch mal bitte zu Outlaws ein. Warte mal, du bist nicht mehr Stufe D? Nein. Also ich habe die Reifen extra nicht eingebaut, um nicht... Zu Ach, du hast sie nicht eingebaut. Da hätte ich mir die 75.000 ja auch sparen können. Wofür hast du denn? Warum? Ja, wenn ich jetzt mal. Ihr alle das Geld? Warte, das ist das private Spiel dann? Private Flucht oder was ist das? Genau, private Fluchtgruppe einladen. Private Fluchtgruppe einladen. Ach, du hast das dein anderes Auto genommen. Seid ihr alle. Ich bin drin. Die anderen auch. Okay, lass mal treten. Sehr nice. Very nice. Ich muss ein Auto mal reparieren. Uiuiui. Du hast jetzt aber hier wieder die andere Lackierung. Irgendwie ist das komisch. Gerade hattest du dein normales Auto und jetzt hast du wieder das alte Auto. Also dein neues Auto. Julia. Wer? Ich? Wie altes und neues? Also gerade hattest du kurz in der Ansicht hier das Auto, das du in den vorherigen Aufnahmen auch hattest, das pinke. Komisch. In der Detailansicht meinst du? Bei diesem Fahrer vergleichen oder was das ist? Nee, auch gerade hier kurz nee, am Anfang von der Runde. Willkommen in der seltsamen Welt von Fred Vorlaut. Vater!
Nee, also in der Ansicht kannst du ja zwischen den verschiedenen Autos, die in der Garage stehen, wechseln. Das wird's gewesen sein. Ach, das ist jetzt wieder alle miteinander. Das ist jetzt wieder zusammen gegen die Polizei. Ich find's nur voll gemein, wie Julian einfach immer alles ausnutzt, damit er gewinnt. Naja, ich kann euch ja einfach den Weg hier freiräumen. Volksbanken, Julienbanken und so. Oh, Fred, du bist ganz schön weit geflogen. Ja. Also, liebe Zuschauer, meine Folge wird sehr langweilig. Ich bin die ganze Zeit nur vorne und es wird echt sehr öde. Deswegen empfehle ich euch, schaut einfach bei Fred Vorlaut, bei Le Schrammo und bei Guten LP rein. Das wird sehr viel amüsanter sein als dieser Rotz, den ich hier anbiete. Oh ja, ich habe hier gerade so viel. Oh Gott! Allein deswegen wird es halt schon interessant, weil du so geile Geräusche von dir gibst. Ah, Nitro. Rino. Oh mein Gott, da kommt ein Nitro auf mich zu. Ramos Geräusche kann man übrigens auch in meiner Folge sehen. Sehen? Man kann meine Geräusche bei dir sehen? Also hören. Ja. Die kann man sogar riechen, deine Geräusche. Nee, das sind deine Geräusche. Ach so. Lass mich. Das war knapp. Ich glaube, ich mache hier gerade ein bisschen, ich schließe nicht so ganz auf. Ja. Ist klar, wenn man ein bisschen schüchtern ist und so, dann kann das mal passieren. Dass man fremden Leuten gegenüber sehr verschlossen ist. Dede! Was? Ja. Ah, ja. Hey! Hey! Sie denken, das war ein Schuss in den Ofen. Wie lange müssen wir hier eigentlich fahren? So lange. Ja, also, ich meine, das dauert schon ein bisschen. Wir haben noch knapp 9 Kilometer. Also du hast noch 9 Kilometer vor dir. Ich habe noch 7,6. Ah, Reno. Ich bin der Polizei gerade um Millimeter entkommen. Was ist das? Nein! So, Kuppe rechts halten. Oh, das war gut. Das war genau im richtigen Moment, Schrammo. Schrammolein. Schrammolein. Das kann doch nur der Schrammo sein. Schrammolein, oh Schrammolein, das kann doch nur ein Schrammo sein. Schrammowitsch, oh Schrammowitsch. Ich, keine Ahnung. Ja, das macht den guten Fix. Also das gerade, ja, das war ja wohl abgefahren. Da ist einfach ein Rino, das hat einfach das Spiel umgeschrieben, damit es mich rammen kann. Wie schön, dass du mit 60 Frames aufnimmst und deswegen eine tolle Zeitlupe einbauen kannst. Ich nehme ja nur mit 30 Frames auf jetzt. Och, du Blödi. Ja. Ich komme euch mal trotzdem ein bisschen entgegen. Eine Zeitlupe ein. Vielleicht. Ich komme euch entgegen. Ich bin gerade sehr blöd gewesen. Ich stecke fest. Ich muss rückwärts fahren. Ich bin, glaube ich, gefahren. Ei. Ich habe leider keinen. Wir haben alle, glaube ich, weniger Geld oder so, ne? Kann das sein? Ramo ist schuld. Ist hier eigentlich irgendwann nochmal was mit Nagelbändern oder so? Die kommen später, ja. Keine Angst, die kommen noch. Oh, gerade ist mein Licht angegangen. Sonst ist es ja auch so unanspruchsvoll. Schieb. Ich fahr mal rechts lang. Okay, ich fahr da mit. Genau. Aha. Und jetzt links halten, ganz, ganz links halten. Au, au. Oh, da bist du gerade bei mir einfach stehen geblieben. Da war kein Gegner oder so. Ja, das ist mein Stehenbleib-Hack. Stehenbleib-Hack. Der von 200 auf 0 in einer Sekunde Hack. Au, 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 au. Wow. Ich hab hier gerade auch Malheur. Nagelband entdeckt. Ich nehme das halt, den Stehenbleib-Hack benutze ich halt, weil da so ein schöner Spoiler dran ist. Du sollst doch nicht spoilern. No. Oh, ich bin über die Nagelbänder gerettet. Au, Renos. Au. Wow. Der eine nagelt mich hier aber richtig. Wow. Die Rhinos, die sind so aggressiv, das ist einfach... Ja, die rammen immer wieder rein, weißt du? Mhm. Wie auf der Reeperbahn. Einfach wieder so rein, weißt du, so richtig rein, da mit ihren Nagelbändern und alles. Wie auf der Reeperbahn. Die nehmen richtig Anlauf, ist das. Wie auf der Reeperbahn. Ich habe aber auch das Gefühl, dass bei mehreren Mitspielern die Polizisten aggressiver sind als sonst. Wie auf der Reeperbahn. Was? Nee, doch wirklich. Ich habe das Gefühl, dass wenn vier Leute mitfahren,
Schauen wir uns mal wieder schon viel zu weit vorne, wie auf der Reeperbahn. Fred, also langsam reicht's mit dem Witz. Ey, ich hab nur einmal mitgemacht. Seid ihr schon alle da? Ich stehe kurz am Ziel. Und da ist auch der Guden. Dann fahren wir rein, ja? Ihr könnt schon reinfahren, ja. Dann tun wir das schon mal. Wir sind reingefahren. Es geht nur darum, dass ich ankomme, oder wie ist es? Ja, ja, ganz genau. Und da bist du auch schon entkommen. Jetzt entkomme ich noch ganz schnell. Ist auch logisch, ja, ne, dass man da so einer guten, schön beleuchteten Kreuzung entflieht. Natürlich, genau das. So, ja, und wir bleiben auch alle stehen hier einfach. Ne? Er hat die Kreuzung passiert, wir haben kein Interesse mehr an ihm. Und das gibt einfach richtig Geld, also einfach 11.000 Geld. Und gelbe Tönung, jawohl. Ich muss mal reparieren, wohin reparieren nochmal? Links unten im Stützpunkt. Gelbe Tönung, ist das, wenn man immer statt RL spricht, oder was? Oh, 10.000, ey. Oh. Habe ich nicht verstanden, Fred. Wo kann man denn reparieren? Im Stützpunkt unten links, wenn du deine Schätzung machst. Wahrscheinlich geht er auch. Nein, das war nicht so nett von mir. Oh, 10.000. Habe ich denn jetzt ein bisschen mehr Power nach dem Reparieren? Nee, das ist nur, also wenn du ganz kaputt bist, dann hast du halt deine ganzen Power-Ups sind nicht mehr da, also dein Motor und sowas. Der Wagen ist wieder Stock. Ach so, an meine Zuschauer, falls ihr dieses Fenster hier noch nicht kennt, diese ganzen Erfolge und sowas, das kam erst mit dem letzten Patch. Man kann jetzt quasi für alles, was man in diesem Spiel so erreichen kann, irgendwelche Belohnungen bekommen, wie zum Beispiel Power-Ups oder kleine Tuning-Teile und sowas. Also installieren. Es wird jetzt wirklich sehr interessant. Ja, und denselben Art. Mir fehlen 2 Euro für die Bremse. Es hat einfach die Spieltiefe, hat's einfach verdreifacht, ne? Richtig. Erfolge sind einfach so geil. Welches Rennen fahren wir denn jetzt eigentlich? Eine gute Frage. DLC-Quest gibt es einen Erfolg, der lautet, diesen hier kriegt jeder. Wie auf der Reeperbahn. So, ich lade euch ein. Annehmen. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt Spade Street fahren. Und du hättest einen Wagen, der einfach mal viel stärker wäre als der unsere. Ja, hätte ich gewusst, dass der Fred seinen Wagen nicht aufgemotzt hat, dann hätte ich meinen auch. Wärst du immer noch besser als Guden und ich gewesen. Kann sein. Kann sein. Ich bin halt nett. Der Greenholm ist doch nur schlanke 100 Punkte besser. Ja. So gar nichts. Soll ich mir einfach nochmal ein neues Auto kaufen und das dann nicht tunen? Ja, bitte. Das machst du so, bis du kein Geld mehr hast. Das habe ich danach schon fast nicht mehr. Das sind nur noch 1,2 Millionen auf dem Konto. Nee, ich habe jetzt gerade noch 360.000. Oh, verdammt, kein perfekter Start. Ich auch nicht. Macht aber nichts. Ist ja eh schneller. Genau. Mein armes Mikrofon, das brüllt gerade. Halt die Fresse, du Arsch! Ich glaube, es wimmert oder so. Halt die Fresse, du Arsch! Hast du das eigentlich bei dir so eingestellt, dass du dich selber beim Sprechen hörst auf den Kopfhörern oder hörst du nur das Spiel? Nee, ich höre mich ja schon in meinem Kopf selber, das reicht mir. Außerdem gäbe das eine ekelhafte Latenz und das ist überhaupt nicht mein Ding. Oh, hier leckt es gerade wie Sau. Kurzzeitig. Du kannst dir ja ein zweites Mikrofon kaufen, das du nur dafür benutzt, dass du dich selbst hörst. Dann kauf einfach nochmal ein NT1. Nee, ich kaufe mir ein Logitech G35, das hat Krong auch. Krong. Krong, real Krong. Ich habe das gerade nicht verstanden. Skype hat deinen Witz verschluckt. Tschüss. Aber Skype ist echt eine gute Idee gewesen, Skype, ja. Also bei mir gibt es gar keine Probleme. Nee, man hört's. Also ich Probleme kann euch glauben. Nicht bei dir, sondern mit dir. Was schon viel aussagt. Es kommt nach dir in der Reihe sozusagen. Wumm. Ich bin in Autos gefahren. Ich auch. Autos. Ich auch. Nein, du bist an einem vorbeigefahren. Au! 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 Nee, das war nicht dein Verkehrsmagnet. Ja, ich weiß, das war die Wand, die habe ich auch gerade gesehen. Das ist das voll war Ahmed, hat gerade den Baseballschläger hier unterm Tisch hervorgeholt. Und der dabei in die.
in die Jewels gehauen. Achmed ist bei dir unter den Schreibtisch gekrabbelt und hat den Baseballschläger geholt. Den Knüppel meinst du? Den dicken, dicken Knüppel? Oh, das war gut, Fred. Das war ein gut eingesetzter Nitro. Ja, das war richtig gut. Das hat dir 600stel gebracht. Die nötig waren. Absolut. Dafür kriege ich Katapult mal 5. Yay! Oh, ich habe 20.000 Geld bekommen. Geld bekommen. No. 20.000. Ich bekomme immer Power-Ups. Ja, ist oft so. Ich habe aber festgestellt, wenn das Level höher ist, also ich bin jetzt mittlerweile auf Level 34, da kriegt man auch öfter gute Belohnungen. Wie zum Beispiel eben gute Bremsen oder guten Motor und so. Also ich sehe, ich merke, ich brauche also gar nicht. Was ich gerade gesagt habe, klang so wie ich sehe, ich merke, ich höre, ich brauche, ich mache, ich tue, ich sag, ich lach. Boom, tack, boom, 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 tack. Fred rappt jetzt auf der Reeperbahn. Ja, ich brauche auf jeden Fall gar nicht mehr meine Reifen einbauen, weil ich dich auch so besiege, Julian. Das stimmt wohl, deswegen lade ich dich gleich zum nächsten Rennen ein. Warte, ich bin auch noch nicht da. Ich bin gerade, ist doch gut. Mach doch mal keinen Stress, Jungs. Oh, batzabam, boom. Kommt ihr noch in die Lobby oder muss ich wieder raus? Du musst raus. Okay. Aber bist ja sowieso alleine, deswegen würde das Rennen gar nicht starten. So, jetzt bin ich bereit. Na, Feinchen. Popeinchen. Dann gehen wir mal auf Grüppen einladen. Annehmen. Habt ihr eigentlich die Musik im Spiel an oder aus? Ich hab die an. Ich hab die auch an. Okay, das gibt keine Lizenzprobleme, oder? Nö, kein bisschen. Fünf Sekunden. ich bin nicht in der Lobby. Das stimmt, es sieht nicht da aus. Ich verlasse dann. Ah, er ist nicht in der Lobby. Du kurst da gerade vor uns rum, ne? Ich bin nicht gekommen. Wie auf der Reeperbahn. Hey, du bist so unreif, das gibt's überhaupt nicht. Raus aus der Lobby. Ich war da noch gar nicht drin. So, jetzt? Jetzt sind alle drin. Jetzt alles ist gut. Alle sind drin, wie auf der Reeperbahn. Ich würde sagen, das macht schon einen schlanken Fuß. Man kann einfach hinter jedem Satz wie auf der Reeperbahn sagen. Die Sonne scheint, wie auf der Reeperbahn. Mein großer Zeh tut weh, wie auf der Reeperbahn. Ja, und ich werde euch jetzt alle platt machen, wie auf der Reeperbahn. Ich werde euch jetzt eine Abreibung verpassen. Er hat verpassen gesagt. Er hat eine gesagt. Wie auf der Reeperbahn. Er hat aufgesagt. Ha! Yay! Samen! Das war gut. Das war wirklich gut. Ja, ich weiß, dass ich... Und ich bumse euch hier mal also wie auf der Reeperbahn. Das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber Hut ab und einmal kurz reingegriffen. Denn da drin sind tolle Lose, mit denen du tolle Preise gewinnen kannst. Bei Hut ab denke ich nur an Scenes from Ahead von Whose Line Is It Anyway? Aber was wolltest du ursprünglich sagen? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das war gut, das hat mir gefallen. Auto. Also alle Leute, ja, unbedingt gucken bei Julian nach irgendeinem Minecraft-Video. Warum ist der nach rechts? Warum ist der nach rechts abgebogen? Ich hatte keinen Verkehrsmagneten. Der ist einfach in mich reingefahren. Ja, vielleicht rechts abbiegen? Vielleicht den mag Blinker er nicht gesehen? Er mag dich. Ich hasse ihn. Ich glaub, er liebt dich. Übersteuere ich? Sagt mir das mal kurz. Noch nicht. Nein. Gut. Also, gut. Oh, jetzt ist schlimm. Fred. Machen wir jetzt die Scooby-Doo-Folge. Wie auf der Reeperbahn. Machen wir noch einen blauen Van. Den blauen Van, wie auf der Reeperbahn. Auf der Reeperbahn fahre ich immer nur meinen mattschwarzen BMW X6. Wie auf der Reeperbahn, passt jetzt nicht. Ja, auf der Reeperbahn ist es schön, wie auf der Reeperbahn halt. Ja. Kann man so sagen, oder? Ja. Fast wie auf der Reeperbahn. Ja. Fred Vorlaut sucht seine Eltern. Bitte im Ball. Wie auf der Reeperbahn.
Schrammo, du gewinnst 1000 Internet. Oh, Schrammo, ich bremse für dich. Ich bremse für dich. Ich warte, bis du vorbei bist. Aber ich bin gegen eine Wand gefahren. Das macht nichts. Ich bremse für dich. Da kommt jemand von hinten. Ich bin in dich gefahren. Danke. Aber das war richtig, richtig gut. Das war so fies wie möglich und deswegen gut. Aber das war von Fred gewollt. Das kann er mir nicht erzählen. Das war so gewollt. Er wollte es auch, wie auf der Reeperbahn. Nee, Schrammo, jetzt das war nicht mehr. Das war... Jetzt kann man eigentlich nur noch versagen vor diesem Spruch. Mal so nebenbei, weiß jemand, wie man wie diese Folge nennen könnte? Wie auf der Reeperbahn. Mir fällt nichts ein. Ich weiß auch nicht, vielleicht irgendwie guten LP hat auch mal einen guten Tag. Hier auf der Reeperbahn. Hier mach ich fertig. Alter, was haben wir denn geraucht? Oh, Schrammo, aber du hast es verdient. Du hast einen geilen Witz gerissen, du darfst nach vorne. Wie auf der Reeperbahn. Warum bin ich eigentlich so häufig hinten? In diesem Zusammenhang mal ganz ungeniert und naiv eingefragt. Oh, mir ist warm. Ist das hier teilweise derselbe Kurs wie bei Most Wanted 1? Ja. Die Welt ist auch teilweise die gleiche. Die haben verschiedene Need for Speed zusammengeschnitten. Das ist mir gerade so aufgefallen. Oh, aber Fred, das war doch wohl eine schwache Leistung mit meinen 300 Auto-Punkt. Gedönse. Ja, Leistung. Das Problem ist halt, dass ich einfach Gas ist rechts. Ach, wunderbar. Ich würde sagen, mit diesem Lachschweiß, den ich mir gerade von der Stirn wische, beenden wir auch diese Folge und sehen uns im nächsten Part von Need for Speed World. Bis dann und macht's gut. Tschüss. Ciao.